Also um hier anzufangen, würde ich mir den optimalen Beamten vorstellen mit einer Lebenserfahrung eines 90-Jährigen, dem Körper eines 20-Jährigen und der Haut eines Elefanten. Vertrauen ist eine Geschichte, weiß ich nicht. Vertrauen gibt es vielleicht in der Kirche oder so, aber nicht hier. Nicht der kleine Handtaschenräuber oder sowas, sondern wirklich die ganz schweren Jungs. Moin, Sigi. Michael Aggen und Thomas Wittenburg haben ihr halbes Leben hinter Gittern verbracht. Ja, auf jeden Fall. Die beiden Beamten gehören zur Revision der Sicherheitsabteilung von Santa Fu. Moin, moin. Hamburgs weltweit bekanntes Gefängnis. Meutereien und spektakuläre Ausbrüche in den 70ern. Santa Fu galt als Skandalknast. Also man darf grundsätzlich nie vergessen, wo man arbeitet. Eine der Grundregeln ist es, immer ein gesundes Maß an Vorsicht zu zeigen. Das ist einfach so. Man weiß nie, was im nächsten Moment in der nächsten Ecke kommt. Kurz vor 6 Uhr. Noch sind fast alle Insassen eingeschlossen. Wir machen jetzt einen Innenkontrollgang. Überprüfen, ob alle Zäune, alle Schließungen hier im Innenbereich in Ordnung sind. Gucken uns die Fassaden an, die Außenzäune und geben dann quasi hier den Normalbetrieb frei. Der Nachtdienst endet dann und das Tagesgeschäft beginnt. Mit 10 weiteren Beamten sind sie täglich auf der Jagd. Wie Räuber und Gendarm. Doch das ist kein Spiel. Naja, Mauerüberwürfe gibt es. Es gibt Tennisbälle gefüllt mit Drogen, mit Tabletten. Es gibt andere Sachen, Socken gefüllt mit Handys und all solche Sachen. Wir haben hier teilweise Insassen, die sind in der Lage, aus der Plastiktüte einen VW-Käfer zu bauen. Und der fährt auch. Also man muss schon sehr genau hingucken, was die Jungs so machen den ganzen Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Also die Riegel hier sind immer sehr laut zu öffnen. Ich versuche das immer möglichst leise zu machen, weil ich kann mir vorstellen, wenn man im Bett liegt und schläft und dann knallt dieser Riegel auf, das ist bestimmt kein schönes Geräusch. Um 6 Uhr macht Sabine Kermani die sogenannte Lebendkontrolle. Guten Morgen. Die müssen also entweder auch guten Morgen sagen oder sagen, also auf jeden Fall ein Geräusch von sich geben oder vielleicht die Hand heben, das reicht mir dann auch schon. Erst in diesem Jahr hat sich ein Gefangener nachts in seiner Zelle umgebracht. Guten Morgen. 17 Straftäter betreut die Vollzugsbeamtin auf ihrer Station. Nach ihrem Aufschluss beginnt für die Insassen im Grunde ein ganz normaler Alltag. Kaffee trinken, eine rauchen, machen sich fertig für die Arbeit. Also hier sind auf der Station sind alle in Arbeit. Die gehen um 7:15 raus. Viele gehen auch zur Schule, die gehen aber erst 7:30. Der große Unterschied zum Leben draußen in Freiheit, die tagtägliche Kontrolle durch die Revision. Noch irgendwas zu verzollen? Nix? Nein. Alles klar. Sehr schön. Gut. Wir achten jetzt darauf, dass eben halt keine verbotenen Gegenstände hier aus dem Haus mit in den Betrieb gehen. Und kontrollieren, ob jeder Gefangene seinen Ausweis dabei hat, mit dem er sich hier jederzeit identifizieren lassen kann. Das kann, ist ein kleines Bild drauf, steht der Name drauf, ist okay. Anschließend schicken sie die Gefangenen in einen der 20 Betriebe. Jeder Insasse muss arbeiten. Hier haben wir zum Beispiel einen Klassiker, eine Cola-Flasche. Im Prinzip ist da nichts gegen einzuwenden, nur ist die Flüssigkeit sehr dunkel, man kann sie nicht mehr einsehen. Wir können also im Prinzip überhaupt nicht mehr feststellen, was da drin ist. Deswegen bleibt die gleich hier. Was könnte da drin sein? Da könnte alles Mögliche drin sein. Wir haben jetzt hier zum Beispiel gerne flüssige Backhefe drin oder irgendwelche anderen Sachen versteckt. Das wird zu aufwendig, die jetzt umzufüllen und zu gucken, ob das wirklich Cola ist. In Santa Fu sitzen Drogendealer, Bankräuber, Mörder.
Die kürzeste Haftstrafe beträgt 3 Jahre. Die längste lebenslänglich. Ihr müsst, habt ihr das Schaum? Ja, der Schaum ist an mir. Das dauert eine Minute. Ja, dann lass ihn mal auffahren. Ne? Küchenchef Hilga Knorr will gar nicht wissen, was die Gefangenen verbrochen haben. Er tritt den 40 Insassen, die in der Großküche arbeiten, unvoreingenommen gegenüber. Das ist Teamwork eben hier. Ne? Wenn die längere Zeit hier sind und sich an die Regeln halten, dann ist das wie ein Familienbetrieb eben. Ne? Das ist genauso wie draußen auch. Das soll auch so sein, ne? dass das eine Gruppe ist. Die Gruppe muss ja mit sich zusammen das machen. Ne? Und es geht nicht, einer alleine kann das nicht. Und wir laufen nur damit zwischen. Wir sind nur zu erkennen durch die roten Mützen dann eigentlich. Darum tragen wir die auch, damit die auch mal einen Ansprechpartner haben. Ne? Santa Fu versorgt sich selbst. Das Küchenpersonal macht das Frühstück, Mittagessen und Abendbrot für 40 Beamte und 360 Insassen. In einer Großküche gehören Messer zum täglichen Arbeitswerkzeug. So. Auch ein Mörder darf hier Tomaten schneiden. Auszubildenden bekommen dann, wenn sie irgendwas machen müssen, aus ihrer Ausbildungskiste ihre Messer. Und die anderen Posten, das steht auch immer drauf, und die anderen Posten, also wie hier ein normaler Satzmesser, wird auch ausgeteilt nur an die Gefangenen, die damit arbeiten sollen, für einen bestimmten Zeitraum. Das müssen sie dann auch lernen, dass sie die empfangen, danach sauber machen und wieder abgeben. Messer werden, wenn wir hier morgens anfangen, werden sie überprüft, und wenn wir hier rausgehen, werden sie auch nochmal überprüfen. Fehlt da eins, geht hier keiner raus. Ne? Nimmst du was mit? Ne? Einmal schön nach unten halten, weißt du, wie das gehalten wird? Einmal einen langen Finger, einmal so und dann einmal los. Hilga Knorr und seine Kollegen bilden seit 4 Jahren Insassen aus. Zur Fachkraft im Gastgewerbe mit dem Schwerpunkt Küche. Für manche eine neue Perspektive. Ein Ex-Insasse hat ihnen sogar mal eine Postkarte geschickt, als Dankeschön. Das geht ein bisschen besser, ne? Als dieses kleine Kartoffelschirm, ist das ein bisschen stumpf, ne? Sachen, ob man da mal was mit angestellt hat, mit dem Messer oder nicht, das spielt hier keine Rolle mehr. Hier ist das Arbeitswerkzeug. Hier ist es wirklich ein Arbeitswerkzeug, wo man für Verantwortung übernimmt und die man einfach übernehmen muss. Und das ist einfach so. Aber es ist nicht anders als draußen auch. Und das vergessen die Leute immer, weil sie es ja auch nicht sehen, was hier drin ist im Gefängnis. Die denken immer, Gefängnis, Gitter vor den Türen, keine Messer, kein Nichts. Jeder ist angekettet und das ist eben nicht so. Ne? Das ist eben nicht so. Hier muss sich jeder frei bewegen können und jeder auch das machen können, wie er das draußen auch muss. Sie werden ja ausgebildet für die Freiheit und nicht für hier drin. Und das ist jetzt hier eine normale Haftraumgröße. Standardgröße sozusagen. 8 Quadratmeter Südseite ohne Balkon. Das ist Nordseite, klar. Leider Nordseite. Thomas Wittenburg und Michael Aggen durchsuchen die Hafträume in unterschiedlichen Abständen. Der Gefangene soll nie wissen, wo sie gerade auftauchen. Ich lege immer das Backpulver hin, Aggie. Backpulver ist nicht erlaubt. Da kann man zum Beispiel Crack mit aufbacken. Und auch das ist so ein Ding, was wir nicht so gerne haben. Es gibt also durchaus auch Gefangene, die ihre Zeit hier echt wirklich sinnvoll nutzen und ganz tolle Sachen machen. Ich muss das leider jetzt hier einmal vorsichtig entfernen. Das ist wieder eine Arbeit von mehreren Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Wir haben hier ein professionelles Distanz-Nähe-Verhältnis. Da muss Mitgefühl einfach auf der Strecke bleiben. Sonst kann ich meine Arbeit hier nicht im Sinne, das ist, werde ich meiner Arbeit, glaube ich, nicht gerecht. Das darf ich mir hier nicht leisten, Mitgefühl. Ich möchte alle gleich behandeln, nach Möglichkeit. Und soll das auch. Und seine Emotionen und seine Gefühle sollte man nach Möglichkeit, soweit das möglich ist, an der Pforte abgeben und wenn ich nach Hause gehe, wieder einpacken und mitnehmen. Die passen hier nicht her. Niemand ist hier umsonst. Alle haben schwer dafür gearbeitet. Ich auch. Und die Gefangenen in der Regel auch. Ja, da so seine Trainingssachen und so weiter hängen, da muss man auch mal gucken. Was ist das denn? Ach so. 079.
Bei ihrer Durchsuchung kontrollieren sie auch die Elektrogeräte. Jedes bekommt eine Siegelnummer. Damit können die Beamten die Geräte den jeweiligen Insassen zuordnen. Ich suche jetzt gerade die eben angegebene Siegelnummer. Die Siegel kleben sie dorthin, wo Gefangene das Gerät aufschrauben können, als Versteck für Drogen oder Bargeld. Und der hat ein Siegel, was so wirklich völlig im Eimer ist. Das nehmen wir mit. Dann müssen wir das halt 11990 war das mal. Das stimmt sogar. Das nehmen wir mit. Ja. Das kann man hier schön sehen, die rote Farbe ist weg. Da ist jetzt gelb und das bedeutet, dass es auf war. Naja, wir haben natürlich für alles, was wir hier machen, haben wir die Verantwortung. Wir haben die Verantwortung auch insoweit, als dass, wenn wir hier gefährliche Gegenstände übersehen und die gegen andere Insassen oder Kollegen eingesetzt werden, das kann natürlich auch fatale Folgen haben. Und deshalb müssen wir schon sehr genau gucken. Wer gegessen hat, kann zu Ihnen in die tägliche Sprechstunde kommen. Die Gefangenen können dann bei der Revision bestellte Elektrogeräte abholen, Telefonkarten anfordern oder sich nach dem verschwundenen Handmixer erkundigen. Warte, was kannst du uns dazu sagen? Ja, durchs Saubermachen ist es wahrscheinlich abgegangen und dann habe ich Tesafilm drüber geklebt. Gut, werden wir mal prüfen. Ja. Ist bedingt plausibel. Über das brauchen wir nicht reden. Das ist nicht zulässig in der Form. Auch im Rahmen der Bastelgenehmigung? Nicht. Das kommt aus dem Betrieb und ist somit nicht zulässig. Okay. Und ich würde 3 Bäume bestellen und dann würde ich das die Gala, Herrn Stöckling und Herrn Donat, eine Schenkungsurkunde machen. Der Gefangene möchte 2 Beamten Apfelsämlinge schenken. Wir dürfen gar nicht von Ihnen annehmen. Das geht beamtenrechtlich gar nicht. Ach so. Also das funktioniert nicht. Damit begeben Sie sich in eine Richtung, nicht Sie, aber die Beamten. Von daher lassen Sie es lieber. Wenn die Kollegen irgendwelche Sämlinge bestellen wollen, sollen Sie es tun, aber auf Ihre Rechnung. Die Beamten lassen sich vom Gefangenen beschenken, das geht natürlich gar nicht. Damit sind Sie ja schon, damit ist man ja auch schon fast wieder in so einer Zwickmühle, einer moralischen Zwickmühle. Mensch, der hat mir was Gutes getan und ich soll ihm jetzt was wegnehmen. Jetzt kommen die Zweifel bei mir. Mensch, das ist ja ein herzensguter Mensch. Schenkt mir hier was. Und ich nehme ihm jetzt das Radio weg. Na, kann ich das denn noch? Nein, dann kann ich es nicht mehr. Ich muss also immer neutral bleiben, immer korrekt, immer gerade. Wenn ich ihm nichts gebe und nichts von ihm annehme, bin ich in meiner Entscheidung immer frei und fühle mich nicht verpflichtet. Irgendwann hat es Sabine Kermani nicht mehr gereicht, die Gefangenen ein- und aufzuschließen, sie zu kontrollieren und an die Regeln zu erinnern. So, ich habe euch noch was Schönes mitgebracht. Die Gurke kann ruhig mit rein, ja. Sie wollte sich mehr mit ihnen beschäftigen. Seitdem kocht sie 2-mal im Monat mit ihnen. Das wird abgeschnitten und dann wird die oberste Schicht. Ja, die geht weg. Genau, die geht weg. Komplett. Diese Kochgruppe hat auch ein bisschen was mit Sozialkompetenz zu tun. Das bedeutet einfach auch, wir setzen uns zusammen hin, wir fangen zusammen an zu essen. Wir stehen erst auf, wenn alle fertig sind. Sowas, ne? Und sich so in so einer Gruppe einzufinden, alle helfen mit. Alles gut? Nur 25 Frauen arbeiten im Vollzug von insgesamt 240 Beamten. Also gerade so beim Kochen, ne, entstehen auch immer schöne Gespräche, so, weil hier bin ich in einer anderen Position, hier laufe ich in Zivilkleidung rum und das ist schon ein bisschen anders so. Ja, wenn ich ein Problem zum Beispiel habe, dann gehe ich zu Frau Kermani und rede mit ihr darüber, wenn mich etwas stört zum Beispiel. Und sie ist eigentlich eine der einzigen Beamten, mit denen ich gerne offen rede, sonst rede ich nicht so gern, nicht mit jedem also. Also es ist schon so, heute bin ich diejenige, die mit den Jungs hier steht und kocht. Und morgen bin ich diejenige, die vielleicht den Fernseher aus dem Haftraum nehmen muss. Ja, also mal ganz krass gesagt, ne, so kann es kommen oder so ist es. Und dann bin ich ein bisschen im Zwiespalt. Ein bisschen.
Also ich denke da dann schon drüber nach. Hm. Auf ihrer Station sind nur junge Männer, im Durchschnitt 27 Jahre alt. Mit den meisten pflegt Sabine Kermani einen respektvollen Umgang. Dass viele gefährliche Straftäter sind, hat sie immer im Hinterkopf. Keiner der Beamten trägt eine Waffe. Im schlimmsten Fall kann die gegen sie verwendet werden. Wenn ein Insasse durchdreht, lösen sie über ein Funkgerät, das jeder bei sich trägt, Alarm aus. Dann helfen die Kollegen in Sekundenschnelle. Immer die Rundumleuchte an, die Sinne geschärft. Nie vergessen, wo man hier arbeitet. Das ist kein Ponyhof und es ist auch kein Männerwohnheim. Situationen entstehen und eskalieren innerhalb von Sekunden. Man sollte darauf achten, dass man den Rücken möglichst frei hat und nicht zu viele Insassen oder überhaupt gar keinen im Rücken hat. Alles das, was ich nicht sehen kann, kann für mich eine Gefahr darstellen. Ach so, Udo hat das. Ja, dann holen sich das, ja. Einschluss ist immer um 18.30 Uhr. Von jetzt an ist jeder Gefangene für sich allein. Tschüss. So ist das aber immer, hin und her, kreuz und quer. Einer ist nicht da, der andere ist nicht da, Herr K*** ist schon da. Tschüss, Herr K***. Gute Nacht. Die meisten Beamten arbeiten im Drei-Schichtendienst. Früh, spät und in der Nacht. Dann sind im gesamten Gefängnis nur noch 8 Beamte unterwegs. Die Bäcker-Crew muss schon um 4 Uhr morgens ihren Dienst antreten. Nis Hansen ist der Chef der Bäckerei. Die Insassen sind für ihn ganz normale Arbeitskollegen. Ohne sie würde der Betrieb nicht funktionieren. 1200 Brote, 1000 Brötchen und 30 Kuchen müssen rechtzeitig rausgehen. Milchbrot 2 Liter. 2,5 Liter. Mit seiner Backware beliefert Nis Hansen 30 Betriebe außerhalb. 3 Liter. Darunter Kitas, Kliniken und Seniorenheime. Um 5 Uhr wird die erste Ware abgeholt. Wir fangen sehr früh an. Wenn die dann ins Haus gehen nach Feierabend, dann schlafen sie meistens. Also ist schon sehr wichtig. Die Arbeit ist unheimlich wichtig, weil sonst kommt die Langeweile. Ist ja auch eine gewisse Form von Therapie. Die merken, dass man auch mit der Arbeit was herstellen kann, was schaffen kann, was verkauft wird. Und vielleicht ist das nachher draußen dann auch so, dass die das dann draußen auch machen könnten, ohne Straftat. Zwischen 75 und 160 Euro verdient der Gefangene im Monat in der Bäckerei. Rolf ist der beste Mann, den wir hier haben. Das ist das Mädchen für alle. Das ist praktisch der 5. Beamte ohne Schlüssel. Wenn du dich hier schleifen lässt, dann kommst du zu nichts, dann schaffst du auch nichts. Du brauchst ja auch täglich eine Motivation zu irgendwas. Ne? Du musst dich ja auch ein bisschen motivieren für irgendwas, für das Leben draußen und für hier oder so, ne? Ist doch ganz klar. Von der Arbeitsleistung und vom Typ her würde ich persönlich ihn sofort einstellen. Ja, aber einige sagen dann, nee, einen ehemaligen will ich nicht haben. Und das ist das Problem. Und da muss vielleicht die Gesellschaft auch noch dran arbeiten. Weil die Leute müssen auch ihre Chance haben. Die haben ihre Strafe abgesessen, machen, denke ich mal, hoffe ich jedenfalls, nie wieder was Schlimmes. Warum sollen sie draußen nicht auch wieder zurechtkommen? Die erste Lieferung geht an eine Kita. Frische Brötchen aus Santa Fu. Alle Taschen leer, Schlüssel, Ausweis oben gelassen, ja. Nichts mehr am Mann. Okay, alles klar. Gucken wir mal, einmal den Körper. Auch wenn sie monatelang nichts Verbotenes finden, Michael Aggen und Thomas Wittenburg dürfen niemals nachlässig sein. Sehr gut.
Da kann die Reise aber losgehen gleich, ne? Schlüssel? Gut. Sehr schön. Da muss immer jemand dabei sein. Wir begleiten Sie jetzt zum Bus. Im Bus werden Sie dann in so eine kleine Kabine gesetzt und dann geht es in die Untersuchungshaftanstalt. Zu Gerichten, ins ZKH, also Zentralkrankenhaus und so weiter. Es gibt einen regelrechten Linienverkehr dieser Busse, denn Insassen werden auch in andere Bundesländer verlegt. So, jetzt haben wir die Gefangenen sauber und ordentlich übergeben. Gucken nochmal, dass wir den Bus jetzt nochmal ordentlich aus dem Schiebetor kriegen und gehen dann schon wieder zur nächsten Baustelle. Auch die, die hier schon mehr als 10 Jahre arbeiten, werden kontrolliert. Einmal die Ausweise bitte. Danke. Danke, wir gehen los. Heike Barkmann öffnet einmal die Woche in Santa Fu ihren Supermarkt. Kurz vorher bekommt sie ihre Lieferung. Frisches Obst und Gemüse, Wurst und Käse. Mehr als 900 Artikel hat sie in ihrem Sortiment. So, hier haben wir türkischen Aufschnitt. Auch, weil wir haben sehr viel ausländische Bürger auch. Und es ist natürlich schwierig für die Jungs da auch ein bisschen was für den Geschmack zu holen. Und jetzt habe ich gedacht, hole ich mal reine Rinderschinken. Weil die Sachen, die wir bis jetzt haben, Serrano, Schwarzwälder, da ist immer Schwein mit drin. Und das können die ja dann nicht kaufen, weil sie es nicht essen. Das sind ja viele Moslems. Das geht nicht. Ja, und da orientieren wir uns dann dran und versuchen, den Jungs auch das zu bieten, was sie haben möchten. Geht natürlich nicht alles, ne? Ja, normalerweise ist das auch so, das darf ja noch nicht mal neben Schwein stehen. Dann müssen wir immer noch gucken, wo wir das denn woanders hinsortieren, ne? Aber das kriegen wir wohl irgendwie schon hin. Ja, die dürfen bei uns ja auch Sonderanträge machen. Das heißt, das, was wir hier im festen Sortiment haben, nicht gerade hier ist zum Beispiel, gibt es im Moment, haben sie eine Phase, möchten sie gerne Bodylotion haben mit Vanillegeruch. Okay, dann marschieren wir los und besorgen das denn. Sie und ihre Kollegin verkaufen fast alles. Nur Alkohol fehlt im Sortiment und damit auch die Schwarzwälder Kirschtorte. Geklaut wird weniger als draußen. Wer erwischt wird, bekommt 6 Monate Shoppingverbot. Die Insassen erhalten im Monat rund 35 Euro Taschengeld. Und fällt's gleich ins Auge. Ja. Der Großteil wandert in Heike Barkmanns Kasse. Wenn ich Probleme habe mit einigen Insassen preismäßig, dann gehe ich los und mache draußen Fotos. Und dann bringe ich den Foto mit rein. Ich sage, hier, bitte. Weil sonst glauben die mir das nicht. Die denken immer, der Kaufmann spinnt, egal was ich auch erzähle. Ja, und dann mache ich ein Foto. Und dann lege ich denen das vor und dann können sie ja nichts mehr sagen. Ne? Und dann ist gut. Beim Ein- und Ausladen ist die Revision immer dabei. Thomas Wittenburg war 21 Jahre alt, als er hier anfing. Heute leitet er die Revision. Gesundes Misstrauen ist sehr hilfreich bei der täglichen Arbeit. Dass man Vertrauen ist eine Geschichte. Weiß ich nicht. Vertrauen gibt es vielleicht in der Kirche oder so, aber nicht hier. Wir begleiten das Fahrzeug jetzt wieder raus. Und achten natürlich darauf, dass jetzt gerade in diesem Moment niemand auf die Idee kommt, sich da unterzuhängen oder irgendwo mit aufzusitzen und dann gleich mit raus wird. Ja, so ein LKW hat ziemlich große Hohlräume im Unterboden. Und da kann man sich schön einhängen und dann ist man weg. Und das wollen wir nicht. Dann haben wir gleich nochmal einen sensiblen Moment, wenn das Auto rausfährt und Santa Fu quasi so weit offen ist, dass in der Zeit nicht, wo er rausfährt, auch noch einer reinkommt, den wir ja gar nicht haben wollen. Auch das kann mal passieren. Ein Gefangener hat sich mal in einem Karton versteckt und konnte so mit einem LKW nach draußen gelangen. Den letzten Fluchtversuch gab es vor 10 Jahren. In einem Lagerraum liegen noch alte Erinnerungsstücke. Interessanterweise gab es einen Ausbruch und man konnte im Nachhinein überhaupt nicht mehr feststellen, wie der Gefangene überhaupt aus den Gittern gekommen ist. Der Grund war, hier war nämlich das Fluchtwerkzeug eingearbeitet. Im Griff, der mittlerweile ein bisschen gelitten hat, damals nicht zu erkennen, eingearbeitete Sägeblätter. Und so konnte er sich ganz gemütlich beim Radio hören, aus den Gittern sägen. Immer vorsichtig, sind auch sehr scharf. Gefährliche Gegenstände aller Art sind zum Beispiel diverse Schlaginstrumente. Sowas wird dann gerne in meiner Hosentasche versteckt. Das geht auch hier, sowas. Da ist eine Billardkugel drin, in einer Socke. Und wenn man damit jetzt zuschlägt,
Das hat auch eine schöne Wirkung. Wir wissen nicht, was der Gefangene in der Übernacht in seiner Zelle gebastelt hat oder was er aus dem Betrieb mitgenommen hat. Und dann kann das natürlich in extremen Situationen dazu führen, dass man plötzlich in so einen Knüppel guckt. Und die Kunst dabei ist eben halt bei all diesen kleinen Scheußlichkeiten, trotzdem den Glauben an das Gute nicht zu verlieren und immer fair und Mensch zu bleiben. Immer wieder, immer neu, jeden Tag. Das Einkaufen im Supermarkt ist das Highlight der Woche für die Insassen. Es ist ein Stück Freiheit. Die Gefangenen entscheiden selbst, welche Chips sie essen und mit welchem Shampoo sie sich die Haare waschen. Sie haben nur kein Bargeld. Die Summe wird von ihrem Konto abgebucht. Tabakdosen, Tabakkoffer, die meisten rauchen hier. Zigaretten sind den Jungs zu teuer und deswegen drehen sie lieber und kaufen Drehtabak. Viel. Und Kaffee natürlich. Ne? Also das ist das Gängigste hier, leider. Weil am Tabak verdienen wir gar nichts. Ne? Das ist es. Nichts. Ich hätte gern 7 Dollar. Jeden Tag eine. In Ordnung. Die Gefangenen sollen das Leben draußen nicht ganz verlernen. So? Oft werden die Beamten gefragt, ob Straftäter solche Freiheiten wirklich verdienen. Doch wer die Insassen 23 Stunden in ihren Hafträumen einsperrt, kann nicht erwarten, dass sie sich ändern. Die meisten werden irgendwann wieder freigelassen. Neben der Arbeit in den Betrieben gibt es mehr als 15 Freizeitangebote. Darunter auch die Musikgruppe, die Jailbirds. Seit mehr als 22 Jahren unterrichtet Hannes Köppen die Band. Aufhören will er nicht. Er möchte seine Jungs nicht im Stich lassen. Ein neuer Tag beginnt, auf der Suche nach dem Sinn. Den Sinn in meinem Leben, doch ich kann ihn nicht finden. Wer hier jahrelang arbeitet, braucht als Ausgleich ein Hobby oder zumindest ein schönes Zuhause. Die Emotionen jeden Tag an der Pforte abgeben, fast kein Beamter schafft das. Wieder mal einen Tag verschenkt. Wieder mal einen Tag verschenkt. Natürlich kann das vorkommen, dass man über die Jahre auch mit Gefangenen einen Umgang pflegt und denkt, Mensch, den Jungen, den habe ich jetzt schon langsam aber sicher auf den richtigen Weg gebracht, der ist bald soweit. Und der fällt plötzlich in alte Verhaltensweisen zurück, ist wieder aggressiv wie am ersten Tag und fängt wieder völlig von vorne an. Und da wird man dann schon nachdenklich und ist auch manchmal auch ein bisschen enttäuscht halt. Ne? Aber selbst wenn wir das 20 Mal nicht schaffen und einer schafft es, dann haben wir schon ganz guten Erfolg. Jo. Also um hier anzufangen, würde ich mir den optimalen Beamten vorstellen mit einer Lebenserfahrung eines 90-Jährigen, dem Körper eines 20-Jährigen und der Haut eines Elefanten. Vertrauen ist eine Geschichte, weiß ich nicht. Vertrauen gibt es vielleicht in der Kirche oder so, aber nicht hier. Nicht der kleine Handtaschenräuber oder sowas, sondern wirklich die ganz schweren Jungs. Hier im Innenbereich in Ordnung sind, gucken uns die Fassaden an, die Außenzäune und geben dann quasi hier den Normalbetrieb frei. Der Nachtdienst endet dann und das Tagesgeschäft beginnt. Mit 10 weiteren Beamten sind sie täglich auf der Jagd, wie Räuber und Gendarm. Doch das ist kein Spiel.
Naja, Mauerüberwürfe gibt es. Es gibt Tennisbälle gefüllt mit Drogen, mit Tabletten. Es gibt andere Sachen, Socken gefüllt mit Handys und all solche Sachen. Wir haben hier teilweise Insassen, die sind in der Lage, aus der Plastiktüte einen VW-Käfer zu bauen. Und der fährt auch. Also man muss schon sehr genau hingucken, was die Jungs so machen den ganzen Tag. Guten Morgen. Also die Riegel hier sind immer sehr laut zu öffnen. Ich versuche das immer möglichst leise zu machen, weil ich kann mir vorstellen, wenn man im Bett liegt und schläft und dann knallt dieser Riegel auf, das ist bestimmt kein schönes Geräusch. Um 6 Uhr macht Sabine Kermani die sogenannte Lebendkontrolle. Guten Morgen. Die müssen also entweder auch guten Morgen sagen oder sagen, also auf jeden Fall ein Geräusch von sich geben oder vielleicht die Hand heben, das reicht mir dann auch schon. Erst in diesem Jahr hat sich ein Gefangener nachts in seiner Zelle umgebracht. Guten Morgen. 17 Straftäter betreut die Vollzugsbeamtin auf ihrer Station. Nach ihrem Aufschluss beginnt für die Insassen im Grunde ein ganz normaler Alltag. Kaffee trinken, eine rauchen, machen sich fertig für die Arbeit. Also hier sind auf der Station sind alle in Arbeit. Die gehen um 7:15 raus. Viele gehen auch zur Schule, die gehen aber erst 7:30. Der große Unterschied zum Leben draußen in Freiheit, die tagtägliche Kontrolle durch die Revision. Noch irgendwas zu verzollen? Nix? Nein. Alles klar. Sehr schön. Gut. Wir achten jetzt darauf, dass eben halt keine verbotenen Gegenstände hier aus dem Haus mit in den Betrieb gehen. Und kontrollieren, ob jeder Gefangene seinen Ausweis dabei hat, mit dem er sich hier jederzeit identifizieren lassen kann. Das kann, ist ein kleines Bild drauf, steht der Name drauf, ist okay. Anschließend schicken sie die Gefangenen in einen der 20 Betriebe. Jeder Insasse muss arbeiten. Hier haben wir zum Beispiel einen Klassiker, eine Cola-Flasche. Im Prinzip ist. Moin, Digi. Michael Aggen und Thomas Wittenburg haben ihr halbes Leben hinter Gittern verbracht. Ja, auf jeden Fall. Die beiden Beamten gehören zur Revision der Sicherheitsabteilung von Santa Fu. Moin, moin. Hamburgs weltweit bekanntes Gefängnis. Meutereien und spektakuläre Ausbrüche in den 70ern. Santa Fu galt als Skandalknast. Man darf grundsätzlich nie vergessen, wo man arbeitet. Eine der Grundregeln ist es, immer ein gesundes Maß an Vorsicht zu zeigen. Das ist einfach so. Man weiß nie, was im nächsten Moment in der nächsten Ecke kommt. Kurz vor 6 Uhr. Noch sind fast alle Insassen eingeschlossen. Wir machen jetzt einen Innenkontrollgang. Überprüfen, ob alle Zäune... Denken die mir das nicht. Die denken immer, der Kaufmann spinnt, egal was ich auch erzähle. Ja, und dann mache ich ein Foto. Dann lege ich denen das vor und dann können sie ja nichts mehr sagen. Ne? Und dann ist gut. Beim Ein- und Ausladen ist die Revision immer dabei. Thomas Wittenburg war 21 Jahre alt, als er hier anfing. Heute leitet er die Revision. Gesundes Misstrauen ist sehr hilfreich bei der täglichen Arbeit. Dass man Vertrauen ist eine Geschichte, weiß ich nicht. Vertrauen gibt es vielleicht in der Kirche oder so, aber nicht hier. Wir begleiten das Fahrzeug jetzt wieder raus und achten natürlich darauf, dass jetzt gerade in diesem Moment niemand auf die Idee kommt, sich da unterzuhängen oder irgendwo mit aufzusitzen und dann gleich mit raus wird. Da ist ein LKW, hat ziemlich große Hohlräume im Unterboden und da kann man sich schön einhängen und dann ist man weg und das wollen wir nicht. Dann haben wir gleich nochmal einen sensiblen Moment, wenn das Auto rausfährt. Und Santa Fu quasi so weit offen ist, dass in der Zeit nicht, wo er rausfährt, auch noch einer reinkommt, den wir ja gar nicht haben wollen. Auch das kann mal passieren. Ein Gefangener hat sich mal in einem Karton versteckt und konnte so mit einem LKW nach draußen gelangen. Den letzten Fluchtversuch gab es vor 10 Jahren. In einem Lagerraum liegen noch alte Erinnerungsstücke. Interessanterweise gab es einen Ausbruch. Und man konnte im Nachhinein überhaupt nicht mehr feststellen, wie der Gefangene überhaupt aus den Gittern gekommen ist. Der Grund war, hier war nämlich das Fluchtwerkzeug eingearbeitet.
im Griff, der mittlerweile ein bisschen gelitten hat, damals nicht zu erkennen, eingearbeitete Sägeblätter. Und so konnte er sich ganz gemütlich beim Radio hören, aus den Gittern sägen. Immer vorsichtig, sind auch sehr scharf. Gefährliche Gegenstände aller Art sind zum Beispiel diverse Schlaginstrumente. Sowas wird dann gerne mal in der Hosentasche versteckt. Das geht auch hier, sowas. Da ist eine Billardkugel drin, in einer Socke. Und wenn man damit jetzt zuschlägt, das hat auch eine schöne Wirkung. Wir wissen nicht, was der Gefangene in der Übernacht in seiner Zelle gebastelt hat oder was er aus dem Betrieb mitgenommen hat. Und dann kann das natürlich in Extremsituationen dazu führen, dass man plötzlich in so einen Knüppel guckt. Und die Kunst dabei ist eben halt bei all diesen kleinen Scheußlichkeiten, trotzdem den Glauben an das Gute nicht zu verlieren und immer fair und Mensch zu bleiben. Immer wieder, immer neu, jeden Tag. Das Einkaufen im Supermarkt ist das Highlight der Woche für die Insassen. Es ist ein Stück Freiheit. Die Gefangenen entscheiden selbst, welche Chips sie essen. Es ist immer ein gesundes Maß an Vorsicht zu zeigen. Das ist einfach so. Man weiß nie, was im nächsten Moment in der nächsten Ecke kommt. Kurz vor 6 Uhr. Noch sind fast alle Insassen eingeschlossen. Wir machen jetzt einen Innenkontrollgang. Überprüfen, ob alle Zäune, alle Schließungen hier im Innenbereich in Ordnung sind. Gucken uns die Fassaden an, die Außenzäune und geben dann quasi hier den Normalbetrieb frei. Der Nachtdienst endet dann und das Tagesgeschäft beginnt. Mit 10 weiteren Beamten sind sie täglich auf der Jagd, wie Räuber und Gendarm. Doch das ist kein Spiel. Naja, Mauerüberwürfe gibt es, gibt Tennisbälle gefüllt mit Drogen, mit Tabletten. Es gibt andere Sachen, Socken gefüllt mit Handys und all solche Sachen. Wir haben hier teilweise Insassen, die sind in der Lage, aus der Plastiktüte einen VW-Käfer zu bauen. Und der fährt auch. Also man muss schon sehr genau hingucken, was die Jungs so machen den ganzen Tag. Guten Morgen. Also die Riegel hier sind immer sehr laut zu öffnen. Ich versuche das immer möglichst leise zu machen, weil ich kann mir vorstellen, wenn man im Bett liegt und schläft und dann knallt dieser Riegel auf, das ist bestimmt kein schönes Geräusch. Um 6 Uhr macht Sabine Kermani die sogenannte Lebendkontrolle. Guten Morgen. Die müssen also entweder auch guten Morgen sagen oder sagen, also auf jeden Fall ein Geräusch von sich geben oder vielleicht die Hand heben, das reicht mir dann auch schon. Erst in diesem Jahr hat sich ein Gefangener nachts in seiner Zelle umgebracht. Guten Morgen. 17 Straftäter betreut die Vollzugsbeamtin auf ihrer Station. Nach ihrem Aufschluss beginnt für die Insassen im Grunde ein ganz normaler Alltag. Kaffee trinken, eine rauchen, machen sich fertig für die Arbeit. Also hier sind auf der Station sind alle in Arbeit. Die gehen um 7:15 raus. Viele gehen auch zur Schule, die gehen aber erst 7:30. Der große Unterschied zum Leben draußen in Freiheit, die tagtägliche Kontrolle durch die Revision. Noch irgendwas zu verzollen? Nix? Nein. Alles klar. Sehr schön. Gut. Wir achten jetzt darauf, dass eben halt keine verbotenen Gegenstände hier aus dem Haus mit in den Betrieb gehen. Und kontrollieren, ob jeder Gefangene seinen Ausweis dabei hat, mit dem er sich hier jederzeit identifizieren lassen kann. Das kann, ist ein kleines Bild drauf, steht der Name drauf, ist okay. Anschließend schicken sie die Gefangenen in einen der 20 Betriebe. Jeder in nachts in seiner Zelle umgebracht. Guten Morgen. 17 Straftäter betreut die Vollzugsbeamtin auf ihrer Station. Nach ihrem Aufschluss beginnt für die Insassen im Grunde ein ganz normaler Alltag. Kaffee trinken, eine rauchen, machen sich fertig für die Arbeit. Also hier sind auf der Station sind alle in Arbeit. Die gehen um 7:15 raus. Viele gehen auch zur Schule, die gehen aber erst 7:30. Der große Unterschied zum Leben draußen in Freiheit, die tagtägliche Kontrolle durch die Revision. Noch irgendwas zu verzollen? Nix? Nein. Alles klar. Sehr schön.
Wir achten jetzt darauf, dass eben halt keine verbotenen Gegenstände hier aus dem Haus mit in den Betrieb gehen und kontrollieren, ob jeder Gefangene seinen Ausweis dabei hat, mit dem er sich hier jederzeit identifizieren lassen kann. Das kann, ist ein kleines Bild drauf, steht der Name drauf, ist okay. Anschließend schicken sie die Gefangenen in einen der 20 Betriebe. Jeder Insasse muss arbeiten. Hier haben wir zum Beispiel einen Klassiker, eine Cola-Flasche. Im Prinzip ist da nichts gegen einzuwenden, nur ist die Flüssigkeit sehr dunkel, man kann sie nicht mehr einsehen. Wir können also im Prinzip überhaupt nicht mehr feststellen, was da drin ist. Deswegen bleibt die gleich hier. Was könnte da drin sein? Da könnte alles Mögliche drin sein. Wir haben jetzt hier zum Beispiel gerne flüssige Backhefe drin oder irgendwelche anderen Sachen versteckt. Das wird zu aufwendig, die jetzt umzufüllen und zu gucken, ob das wirklich Cola ist. In Santa Fu sitzen Drogendealer, Bankräuber, Mörder. Die kürzeste Haftstrafe beträgt 3 Jahre. Die längste lebenslänglich. Ihr müsst, habt ihr das Schaum? Ja, der Schaum ist an mir. Das dauert eine Minute. Ja, dann lass ihn mal auffahren. Ne? Küchenchef Hilger Knorr will gar nicht wissen, was die Gefangenen verbrochen haben. Er tritt den 40 Insassen, die in der Großküche arbeiten, unvoreingenommen gegenüber. Das ist Teamwork eben hier. Ne? Wenn die längere Zeit hier sind und sich an die Regeln halten, dann ist das wie ein Familienbetrieb eben. Ne? Das ist genauso wie draußen auch. Das soll auch so sein. Ne? Dass das eine Gruppe ist. Die Gruppe muss ja mit sich zusammen das machen. Ne? Und es geht nicht, einer alleine kann das nicht. Und wir laufen nur damit zwischen. Wir sind nur zu erkennen durch die roten Mützen dann eigentlich. Darum tragen wir die auch, damit die auch immer einen Ansprechpartner haben. Ne? Santa Fu versorgt sich selbst. Das Küchenpersonal macht das Frühstück, Mittagessen und Abendbrot für 40 Beamte und 360 Insassen. In einer Großküche gehören Messer zum täglichen Arbeitswerkzeug. So. Auch ein Mörder darf hier Tomaten schneiden. Auszubildenden bekommen dann 1200 Brote, 1000 Brötchen und 30 Kuchen müssen rechtzeitig rausgehen. Mischbrot 2 Liter. 2,5 Liter. Mit seiner Backware beliefert Nishansen 30 Betriebe außerhalb. 3 Liter. Darunter Kitas, Kliniken und Seniorenheime. Um 5 Uhr wird die erste Ware abgeholt. Wir fangen sehr früh an. Wenn die dann ins Haus gehen nach Feierabend, dann schlafen sie meistens. Also ist schon sehr wichtig. Die Arbeit ist unheimlich wichtig, weil sonst kommt die Langeweile. Ist ja auch eine gewisse Form von Therapie. Die merken, dass man auch mit der Arbeit was herstellen kann, was schaffen kann, was verkauft wird. Und vielleicht ist das nachher draußen dann auch so, dass die das dann draußen auch machen könnten. Ohne Straftat. Zwischen 75 und 160 Euro verdient der Gefangene im Monat in der Bäckerei. Rolf ist der beste Mann, den wir hier haben. Das ist das Mädchen für alle. Das ist praktisch der 5. Beamte ohne Schlüssel. Wenn du dich hier schleifen lässt, dann kommst du zu nichts, dann schaffst du auch nichts. Du brauchst ja auch täglich eine Motivation zu irgendwas. Ne? Du musst dich ja auch ein bisschen motivieren für irgendwas, für das Leben draußen und für hier oder so, ne? Ist doch ganz klar. Von der Arbeitsleistung und vom Typ her würde ich persönlich ihn sofort einstellen. Ne? Aber einige sagen dann, nee, einen ehemaligen will ich nicht haben. Und das ist das Problem. Und da muss vielleicht die Gesellschaft auch noch dran arbeiten, weil die Leute müssen auch ihre Chance haben. Die haben ihre Strafe abgesessen, machen, denke ich mal, hoffe ich jedenfalls, nie wieder was Schlimmes. Warum sollen sie draußen nicht auch wieder zurechtkommen? Die erste Lieferung geht an eine Kita. Frische Brötchen aus Santa Fu. Alle Taschen leer, Schlüssel aus, was oben gelassen, nichts mehr am Mann. Okay, alles klar. Gehen wir mal einmal den Kopf. Auch wenn sie monatelang nichts Verbotenes finden, Michael Aggen und Thomas Wittenburg dürfen niemals nachlässig sein. Ja gut, da kann die Reise aber losgehen, glaube ich. Ne? Schlüssel? Gut. Sehr schön. Da muss immer jemand dabei sein. Wir begleiten Sie jetzt zum Bus. Im Bus werden Sie dann in so eine kleine Kabine gesetzt. Und dann geht es in die Untersuchungshaftanstalt. Zu Gerichten
ins ZKH, also Zentralkrankenhaus und so weiter. Es gibt einen regelrechten Linienverkehr dieser Busse, denn Insassen werden auch in andere Bundesländer verlegt. So, jetzt haben wir die Gefangenen sauber und ordentlich übergeben. Gucken noch mal, dass wir den Bus jetzt noch mal mitnehmen. Die passen hier nicht her. Niemand ist hier umsonst. Alle haben schwer dafür gearbeitet. Ich auch. Und die Gefangenen in der Regel auch. Ja, da so seine Trainingssachen und so weiter hängen, da muss man auch mal gucken. Was ist das denn? Achso. 079. Bei ihrer Durchsuchung kontrollieren sie auch die Elektrogeräte. Jedes bekommt eine Siegelnummer. Damit können die Beamten die Geräte dem jeweiligen Insassen zuordnen. Ich suche jetzt gerade die eben angegebene Siegelnummer. Die Siegel kleben sie dorthin, wo Gefangene das Gerät aufschrauben können, als Versteck für Drogen oder Bargeld. Und der hat ein Siegel, was wirklich völlig im Eimer ist. Das nehmen wir mit. Dann müssen wir das halt 11990 war das mal. Das stimmt sogar. Das nehmen wir mit. Ja. Das kann man hier schön sehen, die rote Farbe ist weg. Das ist jetzt gelb und das bedeutet, dass es auf war. Ja, wir haben natürlich für alles, was wir hier machen, haben wir die Verantwortung. Wir haben die Verantwortung auch insoweit, als dass wenn wir hier gefährliche Gegenstände übersehen und die gegen andere Insassen oder Kollegen eingesetzt werden, das kann natürlich auch fatale Folgen haben. Und deshalb müssen wir schon sehr genau gucken. Wer gegessen hat, kann zu ihnen in die tägliche Sprechstunde kommen. Die Gefangenen können dann bei der Revision bestellte Elektrogeräte abholen, Telefonkarten anfordern oder sich nach dem verschwundenen Handmixer erkundigen. Warte, was kannst du uns dazu sagen? Ja, durchs Saubermachen ist es wahrscheinlich abgegangen und dann habe ich Tesafilm rübergeklebt. Gut, werden wir mal prüfen. Ja. Ist bedingt plausibel. Über das brauchen wir nicht reden. Das ist nicht zulässig in der Form. Auch im Rahmen der Bastelgenehmigung? Nicht. Das kommt aus dem Betrieb und ist somit nicht zulässig. Okay. Und ich würde drei Bäume bestellen. Und dann würde ich das die Gala, Herrn Stöckling und Herrn Donat, eine Schenkungsurkunde machen. Der Gefangene möchte zwei Beamten Apfelsämlinge schenken. Wir dürfen gar nichts von Ihnen annehmen. Das geht beamtenrechtlich gar nicht. Ach so. Also das funktioniert nicht. Damit begeben Sie sich in eine Richtung, nicht Sie, aber die Beamten. In Santa Fu sitzen Drogendealer, Bankräuber, Mörder. Die kürzeste Haftstrafe beträgt 3 Jahre. Die längste lebenslänglich. Habt ihr das Schaum? Ja, der Schaum ist an mir. Dann lass ihn mal auffahren. Küchenchef Hilger Knorr will gar nicht wissen, was die Gefangenen verbrochen haben. Er tritt den 40 Insassen, die in der Großküche arbeiten, unvoreingenommen gegenüber. Das ist Teamwork eben hier. Ne? Wenn die längere Zeit hier sind und sich an die Regeln halten, dann ist das wie ein Familienbetrieb eben. Ne? Das ist genauso wie draußen auch. Das soll auch so sein, ne? dass das eine Gruppe ist. Die Gruppe muss da mit sich zusammen das machen. Ne? Und es geht nicht, einer alleine kann das nicht. Und wir laufen nur damit zwischen. Wir sind nur zu erkennen durch die roten Mützen dann eigentlich. Darum tragen wir die auch, damit die auch immer einen Ansprechpartner haben. Ne? Santa Fu versorgt sich selbst. Das Küchenpersonal macht das Frühstück, Mittagessen und Abendbrot für 40 Beamte und 360 Insassen. In einer Großküche gehören Messer zum täglichen Arbeitswerkzeug. So. Auch ein Mörder darf hier Tomaten schneiden. Auszubildenden bekommen dann, wenn sie irgendwas machen müssen, aus ihrer Ausbildungskiste ihre Messer. Und die anderen Posten, das steht auch immer drauf, und die anderen Posten, also wie hier ein normaler Satzmesser, wird auch ausgeteilt nur an die Gefangenen, die damit arbeiten sollen für einen bestimmten Zeitraum. Das müssen sie dann auch lernen, dass sie die empfangen
danach sauber machen und wieder abgeben. Messer werden, wenn wir hier morgens anfangen, werden sie überprüft und wenn wir hier rausgehen, werden sie auch nochmal überprüft. Und fehlt da eins, geht hier keiner raus. Ne? Nimmst du was mit? Ne? Einmal schön nach unten halten, weißt du, wie das gehalten wird? Einmal einen langen Finger, einmal so und dann einmal los. Hilga Knorr und seine Kollegen bilden seit 4 Jahren Insassen aus. Zur Fachkraft im Gastgewerbe mit dem Schwerpunkt Küche. Für manche eine neue Perspektive. Ein Ex-Insasse hat ihnen sogar mal eine Postkarte geschickt. Als Dankeschön. Das geht ein bisschen besser, ne? Als dieses kleine Kartoffelschimmer ist das ein bisschen stumpf, ne? Sachen, ob man da mal was mit angestellt hat, mit dem Messer oder nicht, das spielt hier ja keine Rolle mehr. Hier ist das Arbeitswerkzeug. Hier ist es wirklich ein Arbeitswerkzeug, wo man für Verantwortung übernimmt und die man einfach übernehmen muss. Und das ist einfach so. Aber es ist nicht anders als draußen auch. Und das vergessen die Leute immer, weil sie es ja auch nicht sehen, was hier drin ist im Gefängnis. Die denken immer Gefängnis, Gitter vor den Türen, keine Messer, kein nichts, jeder ist angekettet. Und das ist eben nicht so. Ne? Das ist eben nicht so. Hier muss sich jeder frei bewegen können und jeder auch das machen können, wie er das draußen auch muss. Sie werden ja ausgebildet für die Freiheit und nicht für hier drin. Aus dem Haus mit in den Betrieb gehen und kontrollieren, ob jeder Gefangene seinen Ausweis dabei hat, mit dem er sich hier jederzeit identifizieren lassen kann. Das kann, ist ein kleines Bild drauf, steht der Name drauf, ist okay. Anschließend schicken sie die Gefangenen in einen der 20 Betriebe. Jeder Insasse muss arbeiten. Hier haben wir zum Beispiel einen Klassiker, eine Cola-Flasche. Im Prinzip ist da nichts gegen einzuwenden, nur ist die Flüssigkeit sehr dunkel, man kann sie nicht mehr einsehen. Wir können also im Prinzip überhaupt nicht mehr feststellen, was da drin ist. Deswegen bleibt die gleich hier. Was könnte da drin sein? Da könnte alles Mögliche drin sein. Wir haben jetzt hier zum Beispiel gerne flüssige Backhefe drin oder irgendwelche anderen Sachen versteckt. Das wird zu aufwendig, die jetzt umzufüllen und zu gucken, ob das wirklich Cola ist. In Santa Fu sitzen Drogendealer, Bankräuber, Mörder. Die kürzeste Haftstrafe beträgt 3 Jahre, die längste lebenslänglich. Ihr müsst, habt ihr das Schaum? Ja, der Schaum ist an mir. Das dauert 1 Minute. Dann lass ihn mal auffahren. Ne? Küchenchef Hilga Knorr will gar nicht wissen, was die Gefangenen verbrochen haben. Er tritt den 40 Insassen, die in der Großküche arbeiten, unvoreingenommen gegenüber. Das ist Teamwork eben hier. Ne? Wenn die längere Zeit hier sind und sich an die Regeln halten, dann ist das wie ein Familienbetrieb eben. Ne? Das ist genauso wie draußen auch. Das soll auch so sein. Ne? Dass das eine Gruppe ist. Die Gruppe muss ja mit sich zusammen das machen. Ne? Und es geht nicht, einer alleine kann das nicht. Und wir laufen nur damit zwischen. Wir sind nur zu erkennen durch die roten Mützen dann eigentlich. Darum tragen wir die auch, damit die auch immer einen Ansprechpartner haben. Ne? Santa Fu versorgt sich selbst. Das Küchenpersonal macht das Frühstück, Mittagessen und Abendbrot für 40 Beamte und 360 Insassen. In einer Großküche gehören Messer zum täglichen Arbeitswerkzeug. So. Auch ein Mörder darf hier Tomaten schneiden. Auszubildenden bekommen dann, wenn sie irgendwas machen müssen, aus ihrer Ausbildungskiste ihre Messer. Und die anderen Posten, das steht auch immer drauf, und die anderen Posten, also wie hier ein normaler Satzmesser, wird auch ausgeteilt nur an die Gefangenen, die damit arbeiten sollen, für einen bestimmten Zeitraum. Das müssen sie dann auch lernen, dass sie die empfangen, danach sauber machen und wieder abgeben. Messer werden, wenn wir hier morgens anfangen, werden sie überprüft, und wenn wir hier rausgehen, werden sie auch nochmal überprüft. Und fehlt da eins, geht hier keiner raus. Ne? Nimmst du was mit? Ne? Einmal schön nach unten halten, weißt du, wie das gehalten wird? Einmal einen langen Finger, einmal so und dann einmal los. Hilga Knorr und seine Kollegen bilden seit 4 Jahren Insassen aus. Zur Fachkraft im Gastgewerbe mit dem Schwerpunkt Küche. Für manche eine neue Perspektive. Ein Ex-Insasse hat ihnen sogar hinten. Michael Aggen und Thomas Wittenburg dürfen niemals nachlässig sein. Ja gut, da kann die Reise aber losgehen gleich, ne? Sehr schön. Da muss immer jemand dabei sein. Wir begleiten Sie jetzt zum Bus. Im Bus werden Sie dann in so eine kleine Kabine gesetzt und dann geht es in die Untersuchungshaftanstalt. Zu Gerichten, ins ZKH, also Zentralkrankenhaus und so weiter. Es gibt einen regelrechten Linienverkehr dieser Busse, denn Insassen werden auch in andere Bundesländer verlegt.
So, jetzt haben wir die Gefangenen sauber und ordentlich übergeben. Gucken nochmal, dass wir den Bus jetzt nochmal ordentlich aus dem Schiebetor kriegen. Und gehen dann schon wieder zur nächsten Baustelle. Auch die, die hier schon mehr als 10 Jahre arbeiten, werden kontrolliert. Einmal die Ausweise bitte. Danke. Danke, wir gehen los. Heike Barkmann öffnet einmal die Woche in Santa Fu ihren Supermarkt. Kurz vorher bekommt sie ihre Lieferung. Frisches Obst und Gemüse, Wurst und Käse. Mehr als 900 Artikel hat sie in ihrem Sortiment. So, hier haben wir türkischen Aufschnitt. Auch, weil wir haben sehr viele ausländische Bürger auch. Und es ist natürlich schwierig für die Jungs da auch ein bisschen was für den Geschmack zu holen. Und jetzt habe ich gedacht, hole ich mal rein Rinderschinken. Weil die Sachen, die wir bis jetzt haben, Serrano, Schwarzwälder, da ist immer Schwein mit drin. Und das können die ja dann nicht kaufen, weil sie es nicht essen. Das sind ja viele Moslems. Das geht nicht. Ja, und da orientieren wir uns dann dran und versuchen, den Jungs auch das zu bieten, was sie haben möchten. Geht natürlich nicht alles, ne? Ja, normalerweise ist das auch so, das darf ja noch nicht mal neben Schwein stehen. Dann müssen wir immer noch gucken, wo wir das denn woanders hinsortieren, ne? Aber kriegen wir wohl irgendwie schon hin. Ja, sie dürfen bei uns ja auch Sonderanträge machen. Das heißt, das, was wir hier im festen Sortiment haben, nicht gerade hier ist zum Beispiel, gibt es im Moment, haben sie eine Phase, möchten sie gerne Bodylotion haben mit Vanillegeruch. Okay, dann marschieren wir los und besorgen das denn. Sie und ihre Kollegin verkaufen fast alles. Nur Alkohol fehlt im Sortiment und damit auch die Schwarzwälder Kirschtorte. Geklaut wird weniger als draußen. Wer erwischt wird, bekommt 6 Monate Shoppingverbot. Die Insassen erhalten im Monat rund 35 Euro Taschengeld. Und fällt's gleich ins Auge. Ja. Der Großteil wandert in Heike Barkmanns Kasse. Wenn ich Probleme habe mit einigen Insassen preismäßig, dann gehe ich los und mache draußen Fotos. Und dann bringe ich den Foto mit rein. Ich sage, hier, bitte. Weil sonst glauben die mir das nicht. Die denken immer, der Kaufmann spinnt, egal was ich auch erzähle. Ja, und dann mache ich ein Foto.